Wenn du draußen schon mal Lagerfeuer gemacht hast, dann kennst du das sicher. Es dümpelt so vor sich hin, dieses kleine Lagerfeuer, oder es raucht massiv und es gibt dazu einige Lösungen. Eine davon ist das hier. Und wenn du wissen willst, was ich überhaupt meine und ob das auch etwas für dich ist, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rosser vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Naja, Feuer. Und beim Feuer ist es halt so, dass man nicht immer optimale Brennmaterialien zur Verfügung hat. Die sind vielleicht schon ein bisschen feucht oder sind noch nicht ganz trocken. Und dadurch entsteht Rauch. Oder es will einfach nicht so richtig anbrennen, es ist zu wenig Sauerstoff dabei. Du kennst sicher das Verbrennungsdreieck, das mag ich jetzt gar nicht im Detail beschreiben. Aber eine Sache ist halt Sauerstoff. Und da gibt es diese netten kleinen Teleskopröhrchen. Ich habe das auf Amazon gekauft, gebe dir natürlich unten den Link. Und bei dem ist es jetzt so, dass du das ausziehst, es hat ein dickes Ende und ein dünnes Ende und beim dicken Ende bläst du rein und dann geht die Sache wieder los. Es ist sehr leicht, es ist sehr klein, es könnte zur Not auch als Strohhalm dienen. Kostet nicht viel, wie gesagt, ich finde das recht praktisch, hab das gerne dabei, kann ich da empfehlen. Aber wenn du dich vielleicht, wenn du schon öfter bei mir am Kanal bist, über meine lustige Behütung wunderst, dann ist das vielleicht gleich das Nächste, mit dem wir Sauerstoff zuführen können. Wie auch immer, ja, das ist eine Möglichkeit und es gibt noch eine, da sitze ich drauf. Und zwar diese Faltmatte. Die gibt es bei mir natürlich im Shop, aber auch auf Amazon und sonst wo. Gebe ich da natürlich den Link. Ist ganz klar. Und die ist ihr Gewicht in Gold wert. Also wenn mich Leute fragen, ich brauche Survival-Ausrüstung, Backout-Ausrüstung oder was weiß ich was, dann sage ich, nimm dir auf jeden Fall das hier mit. Das heißt, kein Gewicht, kostet im Endeffekt gar nichts und ist multifunktional. Einerseits zum Draufsitzen, eh ganz klar, oder auch beim Liegen. Da gibt es halt bei mir zumindest ist es immer so, dass wenn ich irgendwo in einer selbstgebauten Unterkunft liege, dass der beim Rücken, bei den Nieren wird es halt immer recht kalt und da lege ich mir entweder ein Fell rein oder eben sowas hier und multifunktional zum Wasser sammeln, ja, Regenwassersammelaktion. Man braucht halt dann irgendeinen Behälter, wo man es reinlassen kann. Und man kann zur Not auch ein Stückerl was hier runter schneiden und als Brandverstärker verwenden. Das geht nicht bei allen, ja, aber bei vielen geht das. Das ist dann wie ein Harz sozusagen, das ins Brennen anfängt. Manche schmelzen einfach nur dahin. Es kommt drauf an. Das muss man mal ausprobieren, aber das ist auch eine Möglichkeit. Also, nichts mehr rauchen beim Lagerfeuer. Meiner Meinung nach sind diese drei Möglichkeiten eigentlich das Beste. Das ist ein wirkliches Teil, das wirklich nur für das da ist. Und da bist du gut behütet und kannst auch Unterschiede, ich meine, kannst auch Wasser sammeln. Das hier ist so ein Lodenhut von meinem Vater, Erbstück. Also da gibt es ganz viele. Es gibt auch diese ganzen Kommandohüte, das geht auch alles. Oder eben diese Teile hier. Hier gibt es den Link zu all den Produkten natürlich auf Amazon bzw. zu mir in Shop und mag dir um einen Kommentar bitten. Ja, was verwendest du zum Feuer entrauchen, zum wieder anfachen, ob daheim, am Griller oder draußen am Bushcraft-Feuer? Schreib mir unten einen Kommentar, das würde mir irrsinnig freuen. Hast du schon Erfahrung mit diesen Teleskopteilen hier? Dann auch ganz nett, Daumen nach oben oder nach unten. Abo und ein paar andere Videos und ein Link und tschüss!